aus der Haut von meinem Unterarm wurde halt mein Penis geformt oder gebaut. Ich habe eine Mastektomie gemacht, die Angleichung an die männliche Brust. Da wird ein Loch geschaffen zwischen Blase und Becken. Du bist die Freundin meines nächsten Gastes. Ja. Und dann wusste ich, alles klar, da habe ich ein paar Fragen zu. Das möchte ich interessiert. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. So schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Britt Hagedorn und ich freue mich ganz doll auf die Zeit, die wir jetzt haben. Mein Thema ist heute ein echt interessantes, sehr spannendes Thema. Trans, mein Weg zum wahren Ich. Ich bin jetzt schon so froh, dass ich so tolle Gäste bekommen habe. Mein erster Gast ist Patrick. Und bei Patrick kann man wirklich sagen, er erreicht im Internet wirklich Millionen, denn ganz viele folgen ihm auf Social Media bei seiner Transition. Also das ist ein riesiges Thema und deswegen bin ich so dankbar, dass der Patrick heute hergekommen ist. Patrick, erstmal herzlich willkommen. Freut mich, hier zu sein. Ich marschiere hier direkt mal rum. Patrick, erstmal super schön, dass du da bist. Und super schön, weil ich weiß, dass es gar nicht so ganz einfach ist, seine Lebensgeschichte, die ja mit vielen Höhen und Tiefen verbunden ist, hier so frei zu erzählen. Der erste Blick, den ich direkt, oder andersrum, ein Blick fällt direkt auf deinen Unterarm. Und ich sehe eine recht große Narbe. Magst du mir deine Narbe erklären? Ja, aus der Haut von meinem Unterarm wurde halt mein Penis geformt oder gebaut. Und so ist halt die Narbe entstanden. Und die Haut, die halt jetzt wieder drauf ist, ist halt die Haut von meinem Unterbauch. Da wurde halt so ein Querschnitt gemacht. Okay. Und da wurde dann Vollhaut entnommen und die kam dann halt eben hier drauf, damit das wieder gedeckt ist, weil sonst wäre es halt offen. Mhm. Und und das ist jetzt quasi die Haut von meinem Bauch hier drauf. Aber warum nimmt man denn dann nicht direkt die Haut vom Bauch, um einen Penisaufbau zu machen? Weil dafür ist die Haut nicht geeignet. Also der Unterarm, der ist perfekt dafür geeignet, weil da einfach die Haut stimmt, die Blutgefäße, die Nerven, das ist einfach viel stimmiger. Mhm. Und man kann es auch aus dem Oberschenkel machen, aber da hat man halt so ein paar Nachteile, also wegen dem Gefühl halt. Und, okay, so jetzt sind wir schon direkt total drin. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Du bist im Körper eines Mädchens geboren. Ja, mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen bin ich geboren, ja. Das ist dir wichtig, dass dich das anders verhält. Schon, ja, ich mag... Da geht schon los. Ich werde heute nicht absichtlich vielleicht Fehler machen. Korrigiert mich bitte jederzeit. Aber es ist schlimm. Ich möchte es lernen, denn es gibt für euch da große Unterschiede. Für euch, für die Community im Allgemeinen. Was ist für dich wichtig? Warum ist es wichtig, dass das so unterschieden wird in der Formulierung? Also ich mag das nicht so, wenn jemand mich so fragt, ja, warst du mal ein Mädchen oder da du mal ein Mädchen warst? Weil ich war nie ein Mädchen. Ich bin mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren, aber ich war halt nie ein Mädchen. Mhm, okay. So, ich war schon immer wie ein Junge. Und das ist halt ein Unterschied. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil das war mir vorher nie so bewusst, dass das durchaus verletzend sein kann oder dass man da durchaus, ohne dass man das böse meint, wirklich jemandem zu nahe mittreten kann. Mhm. Insofern gut, dass du mir das nochmal so erklärst. Ich bin sicher, das haben viele andere auch nicht gewusst. Ja, also du bist mit den Geschlechtsmerkmalen eines Mädchens auf die Welt gekommen. Genau. Hast aber von Anfang an, im Kindergartenalter, ja. Da habe ich das schon gemerkt. Wie alt warst du damals? Also Kindergartenalter heißt ja wirklich dann 3, 4, 5? Seitdem ich eigentlich so denken konnte. Also ich, ungefähr in dem Alter. Mhm. Das hat sich halt einfach so geäußert. Mein größter Wunsch war einfach, ein Junge zu sein. Mhm. Und ich habe das auch, ich habe mich so geäußert. Ich habe das meinen Eltern gesagt, ich will ein Junge sein. Ich habe es allen gesagt. Wann ist der erste Moment gewesen, als du es vor dir selber klar umrissen hast? Ich möchte diese weiblichen Geschlechtsmerkmale nicht für mich haben. Hast du das erstmal nur für dich formuliert oder hast du es direkt nach außen formuliert? Für mich erstmal nur. Also wie gesagt, schon im Kindergartenalter und ich wusste das schon da, dass ich irgendwann diesen Weg gehen werde. Ich wusste das schon. Ich weiß nicht warum, aber mir war das schon von da klar, dass ich diesen Weg irgendwann gehen werde. Aber ich, je älter ich wurde, desto peinlicher wurde mir das. Und dann habe ich das halt versteckt. So, ich wollte, dass es keiner weiß. Die Pubertät ist ja eh, da kommt genau. Ja so, wo es und ich hatte einfach das Gefühl, dass mich jeder abstoßen wird. Das hat einfach das Gefühl gegeben, so von der Gesellschaft her. Und deswegen war mir das peinlich, dran zu sein. Und dann habe ich das halt einfach versteckt. Und, kanntest du diesen Begriff trans von Anfang an? War dir der als Kind schon? Nee, aber ich habe diesen Begriff Geschlechtsumwandlung schon schnell gehört. Aber irgendwann, als ich dann da richtig drin war, wusste ich, dass es nicht Geschlechtsumwandlung heißt, sondern Geschlechtsangleichung. Das triggert mich immer so ein bisschen, wenn jemand sagt Geschlechtsumwandlung, weil man lässt ja nicht sein Geschlecht umwandeln, sondern angleichen. Das ist der richtige Begriff dafür, ja. Okay. Dann, wie ging es weiter? Dann kommt ja irgendwann die sexuelle, also wir reden einmal über die sexuelle Identität. Das war das große Thema. Ja, und ich habe mich dieser Identität einfach nicht wohlgefühlt. Also ich wollte als Junge wahrgenommen werden, als Junge gesehen werden, darum ging es ja auch. Und
ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Moment, da bin ich zur Schule gegangen. Ja. Ich war auch ziemlich männlich gekleidet. Und dann habe ich halt einem Vater und seiner Tochter halt die Tür aufgehalten. Dann hat er zu mir gesagt, danke, junger Mann. Und da war ich richtig stolz und richtig glücklich, dass er mich als Junge gesehen hat. Ne? Wahnsinn, ja. Ja. Du bist ja anders als in den ersten Jahren, bist du jetzt total outgoing. Das heißt, du bist sehr, also du versuchst aufzuklären über Social Media, du lässt die Leute teilhaben an deiner Transition, also an diesem Weg ja, in diese Geschlechtsangleichung. Ja, was, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen. Man sagt, ich will diese Transition, ich möchte diese Geschlechtsangleichung. Was muss man machen? Okay, also ich muss dazu sagen, ich hatte sehr viel Unterstützung von den Leuten in der Klinik, vom Jugendamt auch, von meinen Eltern, von Betreuern. Ich musste halt eben 18 Monate Therapie machen, um von der Krankenkasse halt eben die OPs genehmigt zu kriegen. Also dass die Krankenkasse das halt eben bezahlt. Ja. Ich brauchte Gutachten. Mhm. Gutachten sind ein ganz heißes Thema, das weiß ich, weil die, glaube ich, sehr persönlich teilweise sind. Ich kann mich, um ehrlich zu sein, kaum noch daran erinnern, weil es war 2013. Wie lange ist denn die geschlechtsangleichende OP her? Die war dieses Jahr, 2023, also im April. Wow. Ja, ich habe mich erst ein bisschen später dafür entschieden. Also es war für mich schon immer klar, dass ich den letzten Schritt machen werde, aber halt nur nicht wann. Weil schreibst du mir mal bitte, was Sie da gemacht haben, weil das ist rein, ich finde das so spannend, so interessant und kann es mir so schwer vorstellen, wie man aus einer Vagina einen Penis formen kann, ja. Also der erste Schritt für die untenrum Geschlechtsangleichung ist halt die Klitpen- und Kolpektomie. Da wird halt eben, also das Loch, ja, wird verschlossen, das wird alles entfernt und verschlossen, also zugenäht. Mhm. Und dann wird halt die Klitoris gestreckt und die Harnröhre verlängert. Das ist schon eine heiße Kiste, also wenn man sich das so vorstellt. Also das ist ein bestimmt ein schmerzhafter Weg, kann ich mir vorstellen. Dann kommt dieses Stück Haut. Genau, das ist der zweite Step dann. Dann wird halt eben die Haut vom Unterarm genommen, das wird dann halt so gerollt mit der Tube-in-Tube-Methode. Und das wird dann da halt eben dran, also die Klitoris ist versenkt. Man kann sich halt eben dafür entscheiden, dass die Klitoris versenkt wird, also dass die Klitoris unterm Penisschaft sitzt. Mhm. Da wird die oberste Hautschicht entfernt und dann sitzt sie halt eben da drunter. Ja. Und dann werden halt die Nerven alle miteinander verbunden, mit dem Leistennerv halt auch. Ich spüre das zum Beispiel auch, wenn ich ihn anfasse, spüre ich das auch teilweise in der Leiste. Ach. Ja. Also jetzt, also wenn du den Penis, es wird korrekt Penoid bezeichnet. Penoid ist, Penoid, ja, Penoid. Aber ich sage dazu Penis. Penis. Also, ist halt mein Penis, deswegen. Okay, danke. Das macht es mir auch leichter. Wenn du den Penis jetzt anfasst, fühlst du den? Weil natürlich überlegt man sich, ist da jetzt Gefühl wirklich drin? Weil das ist ja ein abgenommenes Hautstück. Mhm. Ja, am Anfang habe ich gar nichts gespürt. Wirklich nichts. Also ich habe nur gespürt, dass er so warm und weich war. Aber mehr habe ich nicht gespürt. Die Ärzte haben auch gesagt, das dauert. Die Nerven müssen sich alle miteinander verbinden. Und jetzt mittlerweile spüre ich das schon. Also wenn ich da drüber fahre, ich merke das, also es ist ein Empfinden da, ja. Und jetzt mal so ganz, also jetzt nicht nur auf den Penis als solches bezogen, sondern auf die ganze Situation. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ich bin endlich glücklich, ich fühle mich jetzt im Reinen, ich bin komplett. Das ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe, was von Anfang an hätte sein sollen, schon von Geburt an. Es ist jetzt richtig, wie es ist. Jetzt fühlt es richtig an. Es fühlt sich auch so an, als wäre es schon immer so gewesen. Ich finde das ganz toll, dass ich das alles fragen darf. Also das find, und das gerne, du kannst auch noch mehr fragen. Ja, ich hole aber erst meinen nächsten Gast dazu. Denn es gibt so viele Gäste heute, die auch so viele Geschichten dazu erzählen haben, die irgendwie deckungsgleich erscheinen und trotzdem eine super individuelle Reise jedes Mal bedeuten. Das kann man ja nicht anders sagen. Ne? Also, ich bin staatlich geprüfte Frau. So sagt sie es selbst. Was hinter diesem Zitat steckt, wird sie uns erklären. Herzlich willkommen, hier ist Christine! Hallo Christine, stell du dich hier genau. Erstmal herzlich willkommen, Christine. Staatlich geprüfte Frau, was genau soll das bedeuten? Ich habe das mit Brief und Siegel. Ja, weil? Ja. Ich habe einen richterlichen Beschluss, der mir bestätigt, dass ich eine Frau bin. Mhm. Bräuchtest du den denn wirklich? Ja, laut Gesetz brauche ich den tatsächlich. Und emotional? Natürlich nicht. Nee. Nein. Wie war deine Reise? Wann hat es angefangen, dass du gespürt hast, es ist etwas nicht ganz da, wo es sein soll? Also meine Umwelt hat das ungefähr gemerkt, da war ich schon 7 oder 8.
Und zwar, weil ich einfach angefangen habe, sämtliche Klischees zu erfüllen. Ich habe mich viel mehr mit den Mädels abgegeben als mit den Jungs. Ich habe von Pausenhöfen viel lieber Himmel und Hölle gespielt, Gummitwist, Seilhüpfen, als irgendwie mit dem Auto oder Fußball zu spielen. Ich hatte keinen Titel dafür. Ich wusste nicht, was mit mir los war. Aber irgendwie fühltest du dich nicht okay, so wie du warst, ja? Genau. Das heißt, ich stelle mir vor, dass wenn man sich nicht okay fühlt, dass man dann nicht sehr glücklich ist, ehrlich gesagt. Nee, überhaupt nicht. Also vor allem, weil man irgendwann, also zumindest war das bei mir so, irgendwann war ich so in meiner Pubertät oder kurz danach, war ich für mich selber so der schwule Psychopath tatsächlich. Oh. Also das ist ja was ganz negativ Abwertendes gefühlt in dem Moment. Das heißt, dein Selbstwert hat total gelitten in dem Moment? Natürlich. Ich war völlig introvertiert, hatte null Selbstbewusstsein. Ich weiß, dass es in deinem Leben tatsächlich so schlecht lief mit dieser ganzen Situation, dass du, glaube ich, auch ein Stück weit abgerutscht bist. Ne? Kann man das, darf ich das so sagen? Natürlich, ist ja Fakt. Ich habe irgendwann angefangen zu resignieren, weil ich einfach keine Lösung bekommen habe, weil ich keine Hilfe bekommen habe und auch selber nicht wusste, was mit mir los war. Und dann habe ich irgendwann angefangen, diese Maske, die andere in mir sahen, auch aufrechtzuerhalten. Also ich habe wirklich die Rolle des Mannes versucht, so gut wie möglich zu erfüllen und habe das teilweise auch stark übertrieben. Dann auch. Was hast du denn gemacht? Also ich habe meinen Körper trainiert, deswegen bin ich heute selbst für einen Mann ein ordentlicher Kasten. Ja. ich habe Leistungssport gemacht, Leichtathletik. Das ist ja auch was für Frauen. Also ja, doch. Kampfsport, Bodybuilding. Okay. Ja. Also ich habe schon alles gemacht, um wirklich, dass die Leute in mir den ganzen Kerl sahen. Typische Männerdomänen oder wie, obwohl jetzt kommen die Sportler und sagen, spinnt die jetzt? Also, aber ich verstehe schon, was du meinst damit. Also alles, was die Männlichkeit möglicherweise unterstreicht. Genau, das, was für mich damals so typisch männlich war, habe ich halt versucht zu machen. Wann kam der Punkt, weil ich weiß, du bist ja tatsächlich dann auch in die Prostitution gegangen? Ja, Drogen haben eine Rolle gespielt, oder? Ja, ich bin drogenabhängig geworden und das musste natürlich irgendwie auch bezahlt werden. Also habe ich mich dann prostituiert als Stricher. Also die ganze Klaviatur einmal durch. Das klingt nach einem sehr harten und sehr, sehr schlechten Lebensstart, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wenn ich dich heute angucke, siehst du eigentlich aus, als würdest du sehr friedvoll sein und sehr, sehr in dir sein und gut sein? Oder ist friedvoll? Also doch, zu mir selber auf jeden Fall. Ja? Ich habe ein Selbstbewusstsein von hier bis zum Mars. Ich bin extrovertiert bis sonst wohin. Wie bist du denn rausgekommen aus der ganzen Sache? Durch die Hilfe von zwei prostituierten Freundinnen, die mir dann einen kalten Entzug ermöglicht haben tatsächlich. Also aus den Drogen raus erstmal. Genau. Darf ich nochmal fragen, die Prostitution, hast du dich denn dann als schwuler Mann prostituiert oder hast du dich dann schon als trans prostituiert? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Nee, damals als schwuler Mann. Mhm. Obwohl ich nicht mal schwul bin, ich war schon immer pansexuell. Pansexuell heißt, oder in dem Fall, du bist also nur auf den Charakter? Genau. Oder erklär es uns bitte? Ja, also pansexuell, pan ist die griechische Vorsilbe für alles. Also man steht auf alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Ja. Hast du eigentlich, weil Patrick hat gerade schon erzählt, Patrick hat fast die ganze Klaviatur schon durch, was die Operationseingriffe angeht. Wie ist es bei dir? Das ist ein bisschen unfair, weil bei euch Kerlen sind es deutlich mehr Operationen als bei uns Frauen. Ich bin komplett fertig. Du bist komplett. Das waren mit insgesamt jetzt 1, 2, 3, 4 Operationen bin ich komplett fertig. So, ich würde irgendwie denken, wenn man einen Penis hat und daraus eine Vagina operieren möchte oder angleichen möchte, dann würde ich denken, das ist leichter, aber ist vielleicht Quatsch, ich weiß es nicht. Es ist leichter tatsächlich. Die Operation bei den Männern, da wird ja was Neues erfunden über diesen Hautlappen am Arm und unten dann angenäht, Nerven verbunden und so weiter. Klingt extrem anspruchsvoll. Bei uns Frauen wird das bestehende Material einfach nur verändert. Und nach innen gelegt wahrscheinlich. Umgekrempelt, ne? Genau. Mhm. Und angepasst. Wird es dann geöffnet unten? Also weil ich muss jetzt mal, ich weiß, wir Frauen sind ja unten offen so. Aber ich weiß, ihr Männer seid ja, außer vielleicht irgendwo anders, seid ihr ja unten zu. Wie kommt man da? Da muss ja irgendwo eine Öffnung entstehen. Also das männliche Ausgangsmaterial, ja, das ist tatsächlich unten zu. Da wird ein Loch geschaffen. Da wird ein Loch geschaffen zwischen Blase und Becken. Wird ein Raum geschaffen und da wird dann die Penisschafthaut reingeschoben und am Becken befestigt. Das muss aber ebenfalls unfassbar schmerzhaft sein.